Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Folge von mir. In dieser Folge werdet ihr natürlich wieder erfahren, was in letzter Zeit bei mir in Metin 2 so abging. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes fangen wir natürlich an mit der Pferdequest, die ich mit dem Ninja durchgezogen habe. Im letzten Let's Play habe ich ja erwähnt gehabt, dass ich die Pferdequest mit dem Ninja durchziehen möchte, denn ich möchte schon mindestens einen Minigon mit dem haben, damit ich mich halt durch die ganzen Mobs durchreiten kann, ohne jetzt irgendwo stecken zu bleiben. Und bei der Pferdequest hat man halt, bei der Kampfcall-Quest eher gesagt, hat man halt die Möglichkeit, entweder Schlangenbogenschützen zu killen oder Skorpionbogenschützen. 100 Stück an der Zahl sind's, und wenn man das halt in 30 Minuten erledigt hat, hat man halt auch die Quest erledigt. Ihr seht jetzt hier, dass ich in die Wüste gegangen bin und nicht ins Orktal, denn man kann ja auch ins Orktal gehen und die Metinsteine, die 45er Metinsteine kloppen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es halt ein Event, wo die ganzen kleinen Farmer halt gefarmt haben. Und von daher habe ich mich dazu entschieden gehabt, in der Wüste die ganze Sache durchzuziehen. Und ihr seht, ich treffe in der Wüste einfach auf Botter. Wie ekelhaft ist denn das? Der Server ist seit 8 Monaten geschlossen und trotzdem gibt es immer noch Botter. Wie ekelhaft ist denn das, Mann? Aber egal, jedes Mal, wenn ihr einen Botter seht, müsst ihr die kurz anklicken, damit ihr euch die Namen, wie ich es hier gemacht habe, euch merken könnt. Und dann schickt ihr einfach eine E-Mail an botjagd@metin2.de mit dem Betreff Servername, also hier in dem Fall Azrael. Und danach gebt ihr halt die ganzen Namen der Botter ein, die ihr halt gesehen habt. Und in den nächsten Stunden werden die Botter dann halt auch gebannt. Und trotz der Botter habe ich natürlich die Pferdequest durchziehen können und bin froh, dass ich endlich schon mal den Kampfgall habe. Wenn man im Spiel nicht reincasht oder so gut wie gar nicht reincasht, muss man eben halt DR-Gutscheine kaufen. Da geht halt einiges an One weg, die man halt in-game sich erfarmt hat. Aber mit dem Kompromiss muss man halt leben, wenn man nicht reincasht. Dennoch bin ich den Leuten dankbar, die halt ordentlich hier reincashen. Denn ohne diese Leute hätten wir Nicht-Casher auch keinen DR gehabt. Also von daher, casht weiterhin rein, unterstützt das Spiel damit und ermöglicht es den Leuten, die halt nicht reincashen, auch ihre DRs. Ihr bekommt halt dafür One. Und wir bekommen halt unsere DR. Jetzt kommt das große Special, denn ich habe für meinen Ninja einen extra Rubin mit AW und DSS gekauft. Denn ich brauche bei dem Ninja ja keine Verteidigung oder auch keinen DSS-Dev. Denn ich möchte den Ninja ja nur einsetzen für Melee und für Hydra. Ansonsten werde ich mit dem Ninja kein Yohara machen. Von daher reicht mir halt dieser extra Rubin mit AW und DSS. Abgemacht waren 775 Won. Ich hatte jedoch 500 Won flüssig gehabt und habe ihm dann halt 62 Seatron als Pfand noch dazu gegeben und habe dann halt den extra Rubin erhalten. Der liebe Seolich hat mit dem One aber zwei klare Rubine geupt und er hat einfach einen perfekten Brilli-Rubin herstellen können und das hat ihn mega gefreut. Mich hat es auch übertrieben gefreut und dann hat er mir einfach den extra Rubin 25 Won günstiger gemacht und mir den halt für 750 Won verkauft. Richtig geil, Mann. Das war echt korrekt von dem, dass er das einfach für 750 Won mir verkauft hat. Er hatte den Rubin sogar für 850 Won im Shop gehabt, aber ich habe ihn halt angeschrieben und halt mit ihm verhandelt. Da ich Schulden übertrieben hasse, habe ich einfach 30 Seatron in den Shop getan, für jeweils 4,2 Won pro Stück. Danach habe ich halt 130 bis 140 Won durch die Seatron gehabt und habe dann noch ein paar alte IQ-Teile verkauft. Und dann hatte ich schon 250 Won gehabt und konnte halt meine Seatron wieder abholen. Das war ja Pfand. Ja, und somit habe ich dann halt endlich meine Schulden abbezahlt gehabt nach nur 6 Tagen. Und ich habe mich echt richtig gefreut, dass ich schuldenfrei bin, denn ich hasse Schulden. Ich hasse sie. Natürlich mussten wir den nächsten Rubin auch hochhappen auf Stufe 6.
Und von daher haben wir auch einige rosa Drachenbohnen für unter 40 kk sogar gekauft und teilweise halt für 40 kk bis 45 kk. Die grünen Drachenbohnen waren tatsächlich für 33 bis 35 kk in den Shops und da dachte ich mir, da lohnt es sich mehr, die rosa Drachenbohnen einfach zu kaufen, selbst wenn sie 5 kk bis 10 kk teurer sind, denn im Endeffekt sind rosa Drachenbohnen wie die Schmiedehandtücher, nur halt für die Alchis. Danach habe ich mir auch teilweise ein paar blaue Drachenbohnen für 35 kk bis 40 kk gekauft, so dass ich so einen Mischmasch von den ganzen Drachenbohnen hatte und halt mein extra Rubin hochhalten konnte. Man kennt das Spiel, die Teile gehen als hoch und runter. Ich habe es erstmal versucht, einfach mit der grünen Drachenbohne bis plus 4 zu machen und dann ab plus 4, so gesehen auf plus 5 und plus 6, habe ich dann halt die rosa Drachenbohne benutzt und es ging trotzdem immer hoch und runter und es wollte halt nicht auf plus 6 gehen. Man muss halt damit leben, dass man halt einige Versuche dafür benötigt. Irgendwann habe ich mich dazu entschieden, das Teil mit den blauen Drachenbohnen einfach auf plus 4 zu machen und den Rest einfach mit den rosa Drachenbohnen bis plus 6 und tatsächlich hat es dann auch geklappt. Ich habe ungefähr so 18 Won, denke ich mal, ausgegeben, bis das Teil auf plus 6 geworden ist. Aber immerhin wurde es auf plus 6 und 18 Won sind jetzt nicht so viel. Ich kenne auch manche Fälle, wo die Leute halt viel mehr ausgegeben haben. Mit dem Ninja habe ich den mythischen klaren Rubin ausgebaut, der ging leider kaputt und dann konnte ich aber schon den extra Rubin einbauen und natürlich hat mich das richtig gefreut. Endlich mehr Damage, Mann, endlich ein extra Rubin bei dem Ninja, sehr schön. Das erste, was ich ausprobieren wollte, war es natürlich, wie viel Damage ich jetzt an den Metinstein mache. Und ich mache da ca. 17 kr bis 18 kr Crit. Vorher waren es einfach 14,5 kr Crit. Das heißt, ich mache jetzt ungefähr 3,5 kr Crit mehr mit dem extra Rubin. Und das ist auf jeden Fall richtig nice. Der Grund, weswegen ich den extra Rubin gekauft habe, war es natürlich vor allem, dass ich Melee ohne Pushringe und ohne Kostüme packen kann. Und ihr seht, ich bekomme das hin, ich habe weder bei meinen Kriegerkostüme noch bei meinen Ninja-Kostüme oder Pushringe. Und Melee klappt richtig gut, denn ich mache jetzt mit dem Ninja so viel Damage, wie ich vorher mit Pushringen gemacht habe. Zwar sind 5,7 kr Crit nicht viel und manche Leute machen da teilweise 12 bis 14 kr Crit mit ihren Ninjas, aber man muss sagen, mein Ninja ist eigentlich ein Frischfisch. Er hat noch nicht alle Bios fertig, danach hat er auch kaum DB, dann hat er auch keine Schlangendolche. All das könnte in Zukunft dazu kommen und dann werde ich natürlich auch mehr Damage machen. Aber ihr seht halt, ich spiele mit mehreren Charakteren gleichzeitig. Von daher habe ich es auch ein bisschen schwieriger mit dem Equipment, denn ich muss für mehrere Charaktere Equipment einkaufen. Also reicht es auch, dass mein Ninja gerade 5,7 kr Crit an den Säulen haut. Denn mein Ninja wird ja eh unterstützt durch meinen Krieger noch dazu. Und mit dem Krieger und dem Ninja zusammen packe ich halt Melee innerhalb von 20 Minuten jetzt ohne Pushring, ohne Kostüme. Und ihr wisst nicht, wie mich das erfreut. Ich mein's ernst. Vorher, wenn ich mir immer so ein Pushring oder Kostüme besorgt habe, habe ich mir immer so gedacht, oh nein, mein Pushring läuft ab. Nein, ich muss da jetzt was machen. Ich muss da farmen. Sonst war der Pushring ja voll umsonst. Oh nein, ich habe da viel Geld ausgegeben. Oh, was für eine Verschwendung. Nein, ich muss da farmen. Und jetzt habe ich dieses Problem gar nicht mehr. Ich scheiß auf Pushring, Muschring, auf Kostüme, Mostüme. Endlich kann ich einfach gechillt farmen, wann ich das möchte. Ja, Mann. Barbarös. Natürlich wollte ich auch ausprobieren, wie viel Damage wir jetzt im PvP machen, denn jetzt haben wir halt den nächsten Rubin, von daher habe ich mir eine Heldmedaille besorgt und habe dann halt auf Map 1 einfach so ein paar kleine Farmer und alles mögliche, was ich halt gesehen habe, einfach gekillt, denn ich wollte einfach nur testen, wie viel Damage ich jetzt mache und teilweise gab es auch Leute, die mich natürlich immer zerstört haben. Ich musste halt abhauen und halt einfach von Weitem mit dem Bogen hauen.
Aber als ich auch gekillt wurde, hat es mir nicht viel ausgemacht, denn man spielt ja halt einfach aus Spaß. Man muss aber halt sagen, dass nach kurzer Zeit mir die Lust daran vergangen ist, hier Leute zu killen. Was bringt das? Was bringt das? Die armen Leute haben einem nichts getan, die laufen einfach nur zum Lager oder sonstiges und haben einen auch nicht genervt. Wieso sollte man die einfach nerven? Also von daher habe ich einfach damit aufgehört und habe mir gedacht, Digga, scheiß auf sowas. Zum Schluss zeige ich euch ganz kurz, wie ich den Weltboss gekillt habe mit dem Ninja, denn wir haben jetzt einen extra Rubin, plus dazu haben wir einen Zodiac-Bogen und wir können halt mit dem Zodiac-Bogen halt vom Weiten hauen. Wir müssen nicht direkt an dem Boss sein, denn direkt am Boss hauen so viele Leute, dass man auch stirbt, wenn man kaum Ablocken hat oder kaum PvP-Def hat, dann kann man schon da sehr schnell sterben und es ist halt nervig, wenn man halt ganz nah dran ist. Ich hatte das mal mit dem Krieger gemacht. Ich habe einfach Full Ablocken angezogen und dadurch bin ich dann halt durch die Schläge von den anderen Spielern nicht gestorben, weil die ganze Zeit Missschläge gemacht haben. Ist auch zu empfehlen auf jeden Fall, wenn man da am Boss ist, einfach ein bisschen Ablocken zu nehmen. Und wenn mal die Seele wieder aktiviert ist, könnte man ja theoretisch noch die Seele nehmen und dann macht man einfach das 2,5-fache an Damage mehr. Das wäre natürlich nice. Aber so mit dem Ninja hat es natürlich auch Spaß gemacht. Du musst dich an den Boss ran und kannst ihn einfach vom Weiten hauen. Stirbst dann halt auch weniger oder gar nicht. Du stirbst halt nur, wenn jemand kommt und dich einfach mit Absicht killt. Hier bei diesem Weltboss wurde ich halt Platz 25 und habe dann halt so einen Bonus bekommen, 50% mehr Drop für 2 Stunden. Aber sowas brauche ich gar nicht. Also von daher habe ich mich einfach nur auf die 20 Tigermünzen gefreut. Denn mit den Tigermünzen kann man sich auch einige schöne Dinge kaufen, wenn man genug gesammelt hat natürlich. Ich müsste dann theoretisch mehrere Weltbosse machen. Das wird bei mir immer schwierig, denn man muss sich halt auf eine bestimmte Zeit einstellen. Manche machen sich sogar einen Wecker und sowas ist halt nicht mein Ding. Das war's dann aber auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video. Bis dann und ciao.